Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial. Heute zeige ich euch, wie man eine 3x3 Pistentür bauen kann. Und die ist ziemlich einfach. Und wenn ich jetzt hier einfach auf die Druckplatte gehe, seht ihr, wie die Tür aufgeht. Und wenn ich davon runtergehe, seht ihr auch, wie sie wieder zugeht. Und das gleiche funktioniert natürlich auch von der anderen Seite. Kann man genauso aufmachen, beziehungsweise auch genauso zumachen lassen. Und ich würde sagen, ich fange direkt mit dem Tutorial an und zeige euch, wie das Ganze funktioniert. Dafür fliege ich mal ein bisschen weiter weg. Und das erste, was wir machen, ist, wir platzieren einen Redstone-Block. Das ist jetzt quasi die linke untere Ecke vom ganzen Konstrukt. Daneben kommt dann ein Block eurer Wahl. Ich nehme in diesem Fall jetzt wieder Quarz, wie eigentlich immer. Und da oben drauf kommt dann noch ein Redstone-Dust. Dann lasst ihr einen Block frei und macht dann zweimal einen Observer, der mit dem Pfeil quasi nach rechts zeigt oder mit dem roten Punkt quasi. Und dann macht ihr an den hinteren mit Shift und Rechtsklick einen Trichter dagegen, sodass das Rohr in den Dispenser quasi zeigt. Da oben drauf kommt dann wieder ein Observer, der mit dem roten Punkt nach oben zeigt, beziehungsweise mit dem Pfeil nach oben zeigt. Und da oben drauf kommt dann ein Obsidian-Block, damit sich das Ganze nicht irgendwie verschiebt oder sowas. Auf den hinteren Observer kommen dann zweimal Sticky Pisten. Und auf den anderen kommt Redstone, beziehungsweise ein Redstone-Repeater, der quasi in diese Richtung guckt. Und der auf dem dritten Tick ist, beziehungsweise auf dem Maximal-Delay quasi. Und dann kommt daneben wieder ein normaler Block mit einem Redstone oben drauf. Und dann kommen auf diese beiden Blöcke jeweils nochmal Observer, die wieder nach oben gucken, beziehungsweise mit dem roten Punkt nach oben zeigen. Und dann könnt ihr hier wieder zwei Blöcke hinmachen, die ihr euch natürlich aussuchen könnt. Da oben kommt dann wieder ein Redstone drauf und hier drauf dann wieder ein Observer, der nach oben guckt. Und da kommt dann gegen ein Sticky Piston, der in die Richtung guckt quasi. Und dann kommen oben drauf nochmal drei Sticky Piston, die auch Richtung Tür quasi zeigen. Da oben drauf kommt dann wieder ein ganz normaler Block, wo ein Redstone drauf kommt. Und daneben kommt ein Obsidian-Block mit wieder einem ganz normalen Block drauf. Hier lasst ihr dann erstmal kurz einen frei und baut nochmal zwei Sticky Pistons, die nach unten zeigen. Da könnt ihr den nämlich wieder wegmachen und platziert jetzt einen Observer, der nach rechts zeigt. Und auf der anderen Seite einen, der nach links zeigt. Das sieht dann so aus. Dann macht ihr hier unter wieder einen Obsidian-Block quasi. Und dann zwei ganz normale Blöcke. Da oben drauf kommt dann ein Redstone wieder und hier oben wieder ein normaler Block. Dann sieht das Ganze so aus. Und dann macht ihr unter den zweiten Block davon quasi nochmal zwei Sticky Pistons. Darunter dann wieder ein Observer, der nach unten zeigt diesmal. Könnt ihr immer an den Pfeilen, wie gesagt, sehen oder am roten Punkt eben. Und dann kommt darunter wieder ein Sticky Piston, beziehungsweise daneben, also neben den Observer, kommt nochmal ein Obsidian. Und dann haben wir jetzt quasi schon alles fertig. Was wir jetzt noch machen, ist, dass wir hier nochmal die ganzen Blöcke eben setzen, so. Dann habt ihr hier quasi die Tür. Wenn ich da oben jetzt ein Redstone-Signal quasi gebe, dann wird sich alles zusammenfahren, wie ihr hier seht, beziehungsweise wenn es wieder weg ist, öffnet sich auch alles. Und das ist genauso, wie es funktionieren soll. Und jetzt könnt ihr das Ganze natürlich irgendwie hübsch verkleiden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal hier einen Tunnel daraus mache, dann sieht das Ganze schon ein bisschen nicer aus. Und wenn ich da oben jetzt den Redstone drauf mache, seht ihr, das Ganze sieht schon ziemlich cool aus. Und ich würde sagen, das war eigentlich schon das ganze Tutorial. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt mal Hashtag Pistentür in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, zeige ich euch nochmal kurz, wie man diesen Mechanismus mit den Druckplatten quasi zeigt, damit ihr das auch nachbauen könnt, wenn ihr möchtet. Und zwar gehe ich dafür jetzt hier vier Blöcke von weg und lege dann da mal eine Druckplatte auf den Boden. Hier hin, beziehungsweise auf der anderen Seite genauso. 1, 2, 3, 4. Da kommt ja wieder die Druckplatte hin. Und unter die Druckplatte machen wir dann ein paar Blöcke. Da kommt dann zum einen Redstone drauf. Und das Ganze ziehen wir dann nochmal ein bisschen nach da. Dann hier wieder, oh, hoppala, hier wieder zwei Blöcke Redstone drauf. Und dann ziehe ich das Ganze nochmal nach hier. Und dann seht ihr, dass es hier quasi ein Block weit von diesen zwei Blöcken entfernt ist. Da oben drauf kommt dann nochmal ein Block mit einer Redstone-Fackel. So. Und dann verbindet ihr das Ganze mit Redstone. Und jetzt sorgt es nämlich dafür, dass quasi, wenn ich auf die Druckplatte gehe, dass dann die Fackel ausgeht. Wenn ich euch das mal zeige, so zack. Und so soll es auch sein. Dann machen wir hier oben auf den zweiten Pisten, beziehungsweise auf den rechten davon, einen Block. Und dann hier oben noch ein paar. Und gehen dann von dieser Fackel aus nochmal mit einem Turm nach oben. Und jetzt könnt ihr nämlich hier einfach jeden zweiten Block zu einer Fackel machen. So, bis es dann oben quasi aktiviert ist, und zwar so. Und da legt ihr dann noch Redstone, der ist jetzt nämlich gepowert, das ist wichtig. Und der geht dann auf diesen Block und powert das quasi immer. Beziehungsweise wenn wir jetzt auf eine der Druckplatten gehen, dann wird es eben nicht mehr gepowert. Und dann geht das Ganze auf und die Tür funktioniert. Und wie gesagt, das könnt ihr jetzt natürlich auch wieder verkleiden, je nachdem wie ihr möchtet. Und dann funktioniert das Ganze. So, manchmal ist es allerdings so, dass sie halt ein bisschen rumspackt. Und dann, was dann meistens der Fall ist, ist, dass dieser Redstone-Block statt hier da ist. Und dann kann ich euch mal zeigen, dass das Ganze eben nicht mehr so richtig funktioniert, sondern nur noch so halb funktioniert. Und das Einzige, was ihr da machen müsst, ist einfach den Redstone da einmal wegmachen und da unten wieder hinsetzen. Und dann funktioniert die ganze Tür wieder voll und ganz. So, ich würde sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr ein bisschen geschaut habt, wie gesagt, Hashtag Pistentür. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.